Hallo Kollege, du bist soeben mit deiner DR-Dosto-Garnitur samt 143 aus Potsdam hier am Flughafen Schönefeld eingetroffen und bist bereits wieder vor auf die Lok gewechselt. Nun geht es für dich gleich wieder zurück in Richtung Potsdam über den Berliner Außenring. Mache erstmal deine 143 soweit fahrbereit und gebe die Türen frei. Los geht es dann um 17.01 Uhr. Gute Fahrt. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Train Simulator Classic. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir fahren heute ein Szenario von dem lieben Trainiffy mit dem Namen Trabi im Sonnenuntergang Richtung Potsdam aus dem Jahre 2012 auf der Strecke Schwere Fracht für Sedin. Und wir fahren heute mit der wunderschönen Baureihe 143 von Virtual Railroads aus dem Jahre 2022. Die richtig geil umgesetzt ist, meiner Meinung nach. So. Lokbremse anziehen. Gut, brauchen wir noch PCB und SIFA. Licht ist bereits schon an. Fahrmotorlüfter laufen. Aus. Servus, 146. Was? 146? Ah ne, 145, wollte schon sagen, das wäre ja. Ja, ne? TB Regio Regionalexpress Hamburg. Ach, wo fahren wir denn überhaupt in Richtung Potsdam? Aber ja, wir sind ja eine RB, also lassen wir Regionalbahn. Oder TB Regio. Mit dabei wunderschöne DR-Dostos, natürlich nicht die aus dem aktuellen VR, sondern das sind die, die man von 3D-Zug bekommt, aber das sind noch viel, viel ältere, denn da war keine Innenperspektive. Hinten das schöne Ziel, schöne Beck, Salzelm, super, hier ebenfalls, der fehlt wirklich noch im Train Simulator, ne, fahrbar. Und viel KI-Verkehr, meine Güte. Oh, du meine Güte. Herrlich. Gut, Fahrtrichtung sind wir nach vorne. Oder können wir ein Stückchen runter machen, wegen der Sonne, falls wir geblendet werden. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch warten, bis wir Ausfahrt haben, beziehungsweise Abfahrt, nicht Ausfahrt. Genau. Ach, schön. Die gute alte DR-Dosto-Zeit. Ich vermisse die Zeit. Können wir schon mal hochstellen. So. Ausfahrt haben wir dann mit 60. Richtung U. Frag mich jetzt nicht, was da für ein Ort ist. Einfach U. Da drüben die schöne Berliner S-Bahn. Nicht die Cola-Dose, sondern doch, die Cola-Dose. Taucherbrille war ja die, die wir aktuell haben, ne? Das müsste Cola-Dose sein, oder? Das sind doch bekloppte Bezeichnungen, ey. Wie kommt man darauf, Cola-Dose? Keine Ahnung. Vielleicht hat es auch einen ganz anderen Namen und ich habe es mal wieder total verpeilt. Das wäre ja nichts Neues hier, ne? Ich stehe hier auf Gleis 3. Nur mahnen Sie mal hin hier. Beziehungsweise die Zeit. So. Bremse lösen. Wir fahren jetzt ab. Jetzt aber. Außer mit 60. Denke ich mal, es könnten aber auch 40 sein. Das sieht nach 40 aus, ne? Ah.
Lass mal bei 40. Zur Sicherheit. Gehen hier eigentlich die Fahrmotorlüfter mittlerweile automatisch an oder eher nicht? Na. Schade. Ich dachte, die gehen automatisch an, wie beim Steuerwagen. Ich weiß allerdings nicht, ob die... Ja, keine Ahnung. Egal. 120? Als ob wir hier hätten mit 120 drüber biegen können. Kannst du mir doch nicht erzählen. Egal. So, nächster Halt, Genshagener Heide. Ich traue mich nicht auf 120 hoch. Vielleicht müssen wir ja, wir müssen ja hier erstmal hier Gleiswechsel machen. Pass auf, dann kommen hier gleich die 40, ne? Pass auf. Oh, nee. Auch 120? Ja, dann leck mich am Arsch. Dann fahren wir 120. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut. Ach, jetzt sind die 60 da. Jetzt kannst du mir auch machen. Boah, jetzt geht die aber ab hier, die Lützi, ne? Mensch. Ich glaube, wir haben auch hier auf der Strecke eine Schutzstrecke. Müssen wir auch noch beachten. Eieiei. Not good, not good. Glasauer Damm. Ja. Kommen wir gleich vorbei. Du blinkst mir, als würdest du noch eine Bestätigung anfordern. Ist aber nicht so. Aber das sind 100. So, da kommt die Ankündigung Schutzstrecke.
So, okay. Da hinten ist die Schutzstrecke. Für Hauptschalter aus. Ich liebe Schutzstrecken. Ist eine schöne Abwechslung. Ne? So, Hauptschalter wieder rein. Und hoch auf die 120. Der Fahrmotor läuft da aus. Ja. Toll. Oh, wir überholen einen Güterzug. Ja, das habt ihr jetzt hier nicht gesehen. Warum ist das? Ich muss mal nachgucken, was ich hier falsch gemacht habe. Das sind denn die Blindzüge von TTB. Warum hat der Rangierfahrt? Ja, lol. Das sind ja eigentlich diese Blindzüge von Train Team Berlin. Ich muss mal nachgucken. Anscheinend gibt es irgendwie eine Version oder ein Update, wo die unsichtbar sind. Wobei, ich habe ja eigentlich die aktuellste TTB-Version drauf. Und die waren ja bei mir schon immer sichtbar gewesen. Auch damals, wo ich die aktuellste Version gemacht habe. Da muss es doch irgendwo noch eine Mod geben, dass die Blindzüge wirklich blind sind. Ja, ich denke mal, da hat man noch Doppeltraktion Blindzug dran geklemmt, damit er ordentlich Tempo hat. Ja, der hätte uns wahrscheinlich sehr oft aufgehalten, den Güterzug. Damit die Baureihe 218 sich nicht allzu sehr abquälen muss. Denke ich mal, dass man da deswegen die zwei Blindzüge hinten dran gekuppelt hat. Aber ich muss mal nachgucken, ob ich da irgendwas finde, weil irgendwas habe ich doch verpasst in meinem Leben hier. In Sachen Blindzug. Tut mir leid, dass es sichtbar ist, aber das zeigt mir definitiv, es gibt eine Art Blindzug, was wirklich blind ist für TTB und das habe ich noch nicht anscheinend. Ich gucke mal nach. Aber irgendwie auch sehr stark bewölkt, ne? Weil wenn du draußen guckst, ne? Strahlt die Sonne, der Sonnenuntergang direkt auf die Lok, wenn du hier drinnen bist. Nischt. War das jetzt ein Ankündiger? Ne, gut. Oh, ich dachte schon. Aber das waren bestimmt die 120. So, nächste halt Genshagener Heide. 17:15 müssen wir da sein. Wir sind pünktlich, laut ETA. Und 143. Servus.
HKS-1 bzw. HP-1 Fahrt erwarten. Sehr geehrte Fahrgäste, nächster Halt in Kürze Genshagen-Heide. Der Ausstieg befindet sich dann in Fahrtrichtung rechts. Da schwebt eine Kilometertafel. Man kennt's, ne? So, pünktlich. So schön. Erste Klasse Bereich. Hier ist die Toilette. Aber das, was ihr habt, bekommt man quasi nicht mehr. Also wenn ihr jetzt die DR-Dosis von 3D zu kaufen tut, dann habt ihr natürlich die neueste Version, wo du halt in der 5er Ansicht drinnen sitzen kannst und du hast doch ein paar Minikicken, ein paar Leutchen im Wagen drin, weil hier hast du ja gar nichts, ne? Wo ist denn der hier? Region Nordost, DB Regio AG Rostock, 120. Der müsste schon auch von Rostock sein. Nee, der ist aus Lichtenberg, Berlin-Lichtenberg, okay. Das sind so eine Angaben, die finde ich halt leider noch. TTB, VR, DR Dosto. Weil die haben keine Türpiepen-Sounds, also kein Schließ-Sound. Ne? Hat man aber wiederum in der V2 von 3D-Zug. Oh, der schleppt eine 155 ab. Die ist abgekackt. Sehr schön. Schön. Fahrmotorlüfter wieder an. Und weiter geht's. Richtung Saarmund. Und da endet auch schon unsere Fahrt. Denn die Strecke geht dann nicht weiter, ne? Wir haben nur hoch, ne? Kein Tief. Schallsender. Ah ja. Gut.
So, meine Damen und Herren. Gleich kommen wir an der Endstation an. Und er endet auch schon die Folge für heute. Heute mal nur eine kleinere Folge. Ist auch mal ganz nett, oder? Falls ihr gerne Szenarienwünsche habt, die ich mal gerne fahren soll in ein Let's Play, immer in die Kommentare damit. Ich habe einen Bug gefunden. Wenn ich einen Leuchtmörder prüfe, hört man den Sound. Ich lass los. LOL. Ludi, ja, servus. Das ist aber auch ein Bug. Interessant. Hab ich ja noch nie gehört. Ich halte gedrückt und man hört den Sound nicht mehr so. LOL. Naja, egal. Müsste eigentlich die aktuellste Version drauf sein. Vor 143. Also denke ich. Theoretisch ja. Ach ja, stimmt, das ist ja kein Bug, das ist ein Feature natürlich, ne? Kann ich denn nur. So, da kommt ein Ankündiger. Heißt für mich, runter mit dem Tempo. Runter mit der Geschwindigkeit. Könnten 60 sein. Ja, 60. 80. Ich dachte, es wären 60. Naja. Auch ich verguck mich mal. Und da sehen wir auch schon vom Weiten. KS2. Langsamfahrt halt erwarten. Und ich halte mal kurz meine Gusche für die Ansage. Nächster Halt, Saarmund. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Genau. Hier wird dann ein Kollege übernehmen. Denn wir haben nämlich eine kurzfristige Erkrankung. Deswegen wird der Kollege dann die Fahrt weiter übernehmen. Und ja, ne? Wisst ihr Bescheid. Ja. So, 500 Hertz Magnet ist auch aktiv. Sehr schön. Ach, Rangierfahrt haben wir auch schon bekommen. Super. Das ist doch schön. Abkuppeln und geradeaus weiter. Kollege kommt dort mit einer Lok. Schön. So, Lokbremse anziehen, Fahrmotorlüfter aus, zack, und ja, für uns heißt es jetzt nur noch aufstehen und Feierabend, weil, wie gesagt, der Kollege übernimmt dann hier. Ja, das war meine Tastatur, die sich gerade kurz verabschiedet hat, sehr schön. Corsair und ihre komischen Softwaren, weil die haben sich echt verbessert. Aber irgendwie momentan macht die Tastatur manchmal selber ein Reset.
Tolle Software. Naja, egal. So, ja. Eine schöne Aufgabe, eine schöne kurze Aufgabe hier auf der Strecke schwere Fracht für Sedin. Kann ich euch echt empfehlen. Link zum Szenario findet ihr in der Videobeschreibung, sowie auch, ja, ich denke mal auch zur Strecke. Mal gucken, ob ich die mit reinpacke. Gut gemacht. Leider gibt es den Streckenast nach Potsdam im TS nicht. Ich hoffe dennoch, dass dir dieses kleine, aber hoffentlich feine Szenario gefallen hat. Grüße, Schweinefee. Definitiv, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für das Szenario. Und ja, war doch mal eine recht sympathische kleine Fahrt. Ich denke mal, ja, vorgeschlagen im Forum 25 Minuten Zeit. Haben wir auch gut eingehalten. Ja, war doch eine nette Runde, wie ich finde. Gut, das soll es von mir gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, sowie auch über Kommentare. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder hier im Train Simulator Classic. Und ja, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Macht's gut, euer TrainOmCTB. Tschüss.